Hallo Freunde der kleinen Spuren. Ja, ich bin ein bisschen am Umräumen und habe unter anderem da eine schöne Märklin-Lokomotive gefunden. Und zwar ist es die 3086. Das ist eine Dampflokomotive der belgischen Staatsbahn. Ich habe mir das Modell damals wunderschön oder sehr gut gefallen und deswegen habe ich die gekauft. Damals ist sie gefahren, jetzt liegt sie ein paar Jahre im Schrank. Ich denke aber schon, dass sie noch fahren wird. Das werde ich in einem der nächsten Videos mal ausprobieren. Ja, und dann muss ich mir wirklich langsam Gedanken machen, wie ich das mit so einer kleinen Anlage hinkriege. Da muss ich aber auch noch mal mir den Kopf zerbrechen und überlegen, wie das am besten funktioniert. Ich denke, es wird der Industriekreis, der Industrieradius werden. Ob da alleine wird oder ob ich da noch einen 5100er, also den Normalkreis, Parallelkreis mache, das weiß ich noch nicht. Das kommt auch so ein bisschen auf den Platz an, den ich da freischaufeln kann für. Da muss ich einfach mal gucken. Ich wollte euch nur diese schöne Lok mal vorstellen, kurz. Und bedanke mich fürs Zuschauen. Das soll es für heute erstmal gewesen sein. Oder das soll es für diese Woche gewesen sein. Und ich wünsche euch einen schönen Restsonntag. Schönen Sonntagabend. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.